So, hallihallo und herzlich willkommen bei dem nächsten, beziehungsweise auch bei dem letzten Stopp von Dingsbums. Ich muss das System nochmal resetten. Kann ich das zurücksetzen? Da. Ja. N64, die letzte Station. F0X. Warum die letzte Station? Ganz einfach. Ich habe anstelle, Sekunde, ich gucke nochmal gerade im Discord nach. Ich habe zwar gesagt, dass ich noch Cruisin' World USA mitmachen will, aber ich sag's mal so, ich habe da so mittlerweile so viele, wie heißt's? Novize, ja, F-Series, ich sag's ganz einfach, ich habe einfach viel zu viele normale Rennspiele drin, deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, lass jetzt mal gut sein. Ich mache jetzt F-Series und jo, muss mich da so ein bisschen entspannen und mich auf das Rennen konzentrieren, aber ich sag's mal so, Cruisin' World ist zwar auch ein schönes Spiel, habe ich mit Kumpel sehr viel gespielt, aber erstens habe ich das Spiel selbst nicht. Immer nur mit dem Kumpel gespielt und ja, ich weiß nicht, Cruisin' World ist irgendwie, das sollte weg. Und ich weiß nicht, es ist einfach blöd, wenn man permanent nur Dingsbums macht. Permanent nur Rennspiele, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß der Hund drauf. Aber der liebe Claw wollte unbedingt F-Zero haben. Und da gebe ich ihm recht. Alleine halten sich diese Spiele aber auch stark in Grenzen, wenn du halt niemanden hast, der über irgendwelche brutalen Stunts oder so lacht. Ja. Also alleine habe ich F-Zero und so, gerade auch Mario Kart, kaum gespielt, immer nur zu zwei, zu dritt. Je nachdem, wie groß der, oh, das ist ja nur eine. Bin ja jetzt schon nicht. Schon. Und naja, auf jeden Fall. F-Zero musste sein, weil das einfach geil ist. Ich versuche diesen Cup zu machen und lasse es dann einfach gut sein. Dann ist aber für mich auch dieses Kapitel N64, diese Insel, finito. Und dann kann ich auch entspannt die nächste Woche gehen und mir dann ein paar Gedanken machen, was ich bei der alter Red Canyon der, ich kann ein bisschen mehr ausgebalanced. Das sieht schon brutal aus, glaubt mir. Ich weiß nicht, ob es hier irgendeinen Boost-Start gibt. Na komm schon. Das mit dem Springen kriege ich nie hin. Ich weiß nie, was besser ist. Schnell auf den Boden kommen oder lange springen. Man verliert beim Springen extrem viel Dingsbums, das ist mir schon klar. Aber man kann auch schnell auf die Fresse fallen. Sekunde. Ich mach die Facecam mal ein bisschen runter. Dafür ein bisschen näher. Perfekt. Ja, und auf jeden Fall bin ich mit dem N64 dann soweit fertig. Und Captain Falcon habe ich genommen, weil ich noch nicht so viele Charaktere freigeschaltet habe. Ich weiß auch gar nicht, wann ich die freischalte. Oder wie. Ich versuche natürlich überall Platz 1 zu sein, um natürlich zu gewinnen, aber ich glaube nicht, dass ich das hier schaffe. F-Zero ist einfach scheiße schwer. Kann man sagen, was man will? Da ist schon einer kaputt gegangen.
jetzt noch ein, zwei Leute ramme, habe ich ein Problem. Schon. Ja. Och nein! 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 Ich war Erster. Ach verdammt. So nervig. Bisschen mehr Speed. Ich versuch's. Wie gesagt, ich spiele immer noch mit dem hier. Ja, das ist, glaube ich, besser. Wenn diese ganzen Sprünge nicht wären, die sind brutal. Naja, wenigstens habe ich die Strecke jetzt so einigermaßen im Kopf. Von daher wird mein Ergebnis jetzt etwas besser sein. Oh, ich hasse diese Kurven, ey. Von diesen, wenn du die einmal meisterst, ist alles gut, aber wenn du verkackst, bist und bleibst du am Arsch. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Ja, ich weiß, dass hinter mir einer ist, aber ich bin Erster. Boah, Gott sei Dank. Erster Platz, lecco mio, ey. Übel. Fällt mir auch nicht, was ich da sehe. So, jetzt muss ich mir mal hier die Strecke mal ein bisschen einprägen. Die Musik hier von dem Spiel ist einfach der Hammer, ey. Kannst du sagen, was du willst. F-Zero ist das... F-Zero-Reihe ist einfach die geilste. Oh, mein Rivale, du dreckiger Bastard. Warum fliege ich immer hier auf die Fresse? Aber immer nur da. Das bringt einen total aus dem Konzept. Komm schon. Na komm schon. Los, Feuer frei. Ja, wir sind erster Platz, das ist gut. Versuche ich auch aktuell so ein bisschen beizubehalten. Gott sei Dank. Puh. Übel Mübel. Achso, ja, Entschuldigung für den Mauszeiger. Mood City 2, Technik. Ich glaube, ich bleibe hier. Bei
bei dieser Konstellation passt eigentlich ganz gut. Bin nicht ganz so langsam, aber das Handling ist immer noch so ein bisschen da. Kannst dann nämlich so ein bisschen wählen zwischen Handgreiflichkeit, also SNLA. Oh, kommt schon, ey. Was ein Gedränge, ey. Weg. Jetzt reicht's mir aber auch hier. Ich will die Leute nicht zerstören, aber... Naja. Da waren es nur noch 29. Ja, das ist ein brutales Rennspiel. Du kannst die Konkurrenz auch kaputt machen. Und hier gibt es auch ein Deathmatch. Den habe ich so nie geschafft, weil er einfach viel zu lange dauert. So ein Deathmatch-Race. Da fährst du einfach auf Stufe 1, fährst du einfach eine relativ lahme Strecke und musst halt die anderen rammen. Du musst sie so rammen, dass sie nicht in diese Energiewelle reinfahren und dementsprechend dann musst du versuchen, sie zu zerstören. Komm schon. Ja, da liegt immer noch der Schrotthaufen. Super. Big Blue 2 mit einem Tornado. Puh, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ist nicht übel. Spiel ist schon sehr, sehr geil. Macht auch wirklich Spaß. Oh, die Musik aber. Da willst du einfach nur Feuer geben. Eigentlich an den ganzen Lappen nur vorbei. Ich will euch nicht mal rammen. So, wir sind schon Platz 7. Das kann sich aber schnell ändern. Ja, Platz 8, Platz 9. Ja. Und tschüss. Das ist die Härte an diesem Spiel. Wir sind Game Over, wenn wir noch zweimal sterben. Und das ist erst der zweite Cup. Energie tanken. Kurve grinden, hier auch. Ja, wenn du Erster bist und die Strecke frei hast, ist es eigentlich relativ einfach. Boah, da wäre ich fast hingefallen, ey. Ich muss es jetzt schaffen, weil einen Retreat brauche ich, wenn noch eine schwere Strecke kommt. Bin mir aber nicht sicher. Oh, dieses Spiel, ey, Leute. Boah, Leute, dieses Spiel ist schon sehr geil. Auch... Das fesselt mich jedes Mal. Ich spiele es auch noch immer ab und zu mal ganz gerne, so zwischendurch. White Island. Hoffentlich ist das letzte. 6 Runden ist natürlich schon echt hart. Komm schon. Für die Auflösung kann ich nichts. Alter Schwede, leckt mich am Arsch, ey.
Das ist von der ROM so. Es war so klar. Ich glaube, ich werde hier so verkacken, ey. Das wird brutal, Leute. Aber 30 sind natürlich auch stark, ne? Nein! Oh! Boah! Alter, die Map ist so asozial. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. You lost a retreat. Jo, ich bin... Das war mein letzter. Habe ich noch einen Versuch, oder? Ich werde so verkacken, ey. Ich probiere es einfach mal jetzt. Komm, YOLO. Handlung für den Arsch. Schnell, Beschleunigung für den Arsch. Dafür aber Max Speed. Ja, durch die Wand. Ach nee, ey. Boah. Alter Schwede, leck mich, ey. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ah, wie lange nehmen wir denn schon auf? 16 Minuten. Game over. Na komm. ja, mit dem Gamepad ist es auch relativ schwierig, weil es erstens kein Original ist. Zweitens ist der Joystick hier. Ja, dem braucht Feineinstellung. Jo, Dead Race, das kannst du vergessen. Versus Battle geht leider nur, wenn man zwei Controller eingestellt hat. Oder zum Beispiel auch mit mehreren Leuten zusammenspielt. Naja, auf jeden Fall danke fürs Reinschauen. Klar, das Video war extra für dich. Cruisen World gibt es erstmal gar nicht, weil es reicht einfach. Das war genug. N64, nächste Stufe ist die GameCube. Da wollen wir mal gucken, was wir da so für Spiele haben. Also bis dahin. Ciao, macht's gut. Bye, bye.